Hallo, liebes Publikum, ich begrüße Sie an den Endgeräten da draußen heute zum zweiten Teil von Hans Falladas Kurzgeschichte Die Bucklige, erschienen in dem Sammelband Junge Liebe zwischen Trümmern, erschienen vor 2 Jahren. Wer den ersten Teil noch nicht gesehen und gehört hat, sollte dies zuvor tun, sonst ist man wahrscheinlich irritiert, wie die Geschichte sich weiterentwickelt, wenn man nicht weiß, wovon sie sich ausgehend entwickelt. Also erstmal den ersten Teil schauen, dann hier weiter schauen und hören. Viel Spaß, gute Unterhaltung. Ein eisiger Schauer fegte mir vom Hofe her halb Regen, halb Schnee ins Gesicht. Ich war froh, als ich im Hause meiner Buckligen war. Ich hatte mich in den letzten Tagen kaum noch um Abonnenten bemüht. Ich war fest entschlossen, der Frau zuzusagen. Ich war meines bisherigen Elends völlig überdrüssig und bereit, manches in Kauf zu nehmen, nur um aus dem Hungern und Frieren herauszukommen. Sie hatte mich erwartet. Diesmal ging es nicht in die Küche, sondern in ein gemütlich geheiztes Zimmer, wo Kaffee und Kuchen auf dem Tisch standen, sogar eine Flasche Süßwein. Ich meinte, es sei wohl am besten, erst den Laden anzusehen, aber sie antwortete, das habe Zeit. Der Verwalter gehe nie vor 11 schlafen und sei ihre späten Besuche gewohnt. So aßen und tranken wir und ließen es uns gut gehen. Sogar an Zigaretten hatte sie gedacht. Sie trug ein so dunkelblaues, fließendes Seidengewand, dass es fast wie ein schwarzer Talar wirkte. Sie sah gut aus. Und ihr Haar duftete wie blühender Klee, aber im Innern wusste ich, dass ich sie nicht mochte und nie mögen würde. Und das nicht nur wegen ihres Buckels. Aber ich war, wie gesagt, entschlossen, manches zu ertragen und so kam eine ganz hübsche Unterhaltung zwischen uns zustande. Besonders als wir vom Süßwein anfingen zu trinken, von dem sie nicht nur eine Flasche besaß. Und ich muss sagen, trotzdem wir beide auf dem Sofa nebeneinander saßen, lehnte sie sich nicht einmal zärtlich an mich an. Plötzlich aber, inmitten der Unterhaltung, legte sie den Finger auf den Mund und flüsterte, sei still. Hör doch mal. Hörst du nichts? Es war das erste Mal, dass sie mich mit Du anredete. Aber ich achtete gar nicht darauf, wusste ich doch, die Stunde der Entscheidung war gekommen. Ich lauschte mit ihr, aber ich hörte nichts, wie die gewöhnten Geräusche eines großen Mietshauses und den Schneeregen an den Fenstern. Sie schüttelte den Kopf und sagte, nein, es ist nichts. Ich dachte, das Kind weint. Aber es ist ja unmöglich. Komm, ich will dir was Schönes zeigen. Sie nahm mich in das Nebenzimmer, ihre Schlafstube, in der nur eine rote Ampel brannte. Sie warf ihren Schein auf das weiße Bett. Übrigens ein großes, ein doppelschläfriges Bett. Und auf ein Kind, das auf diesem Bett lag. Es war ein vielleicht 10-jähriges Mädchen. Die Augen waren geschlossen und die blonden Haare mit weißen Rosen geschmückt. Vom Schein der Ampel trugen die Rosen den gleichen Abendrotschein wie die bleichen Wangen des Kindes, dem zwischen den Händen ein Strauß mit Kala lag. Ich stand eine Weile sprachlos vor diesem Anblick. Einen Augenblick hatte ich geschwankt, ob dieses Kind nicht nur eine Puppe sei, die sich dieses Ungeheuer neben mir ins Bett gelegt hatte, aber dann wusste ich, es war ein richtiges, totes Kind. Und ich dachte daran, dass wir nebenan geschwatzt, gelacht und getrunken hatten. Die Bucklige flüsterte an meinem Ohr, ist sie nicht goldig, der kleine Engel? Sie ist heute früh von einem Autobus überfahren. Ich habe sie hierher bringen dürfen, weil sich noch keiner von ihren Angehörigen gemeldet hat. Jeden Augenblick kann einer von ihnen kommen.
Sie wird die erste Bestattung in unserem Geschäft sein, der süße Engel da. Wir haben Glück, mein Lieber. Ich sah auf das tote Kind. Es war mir, als blinzelte es mich durch den schmalen Spalt der fast ganz geschlossenen Augen, spöttisch wissend an. Du wirst auch das noch schlucken, mein Lieber, Hunger tut weh. Und um nicht hungern zu müssen, haben die Menschen schon ganz anderes getan. Auch du wirst deiner Buckligen schon ertragen lernen. So schien der spöttische Blick des toten Kindes zu mir zu sprechen. Ich wandte mich heftig, als müsste ich fliehen zur Tür. Aber da hing sich die Bucklige an mich. Ihr Gesicht war gerötet, ihre Brust flog. Sie hielt mich mit einer erstaunlichen Kraft fest. Du musst mich lieben, flüsterte sie. Ich lasse dich nicht. Hier auf der Stelle musst du mich lieb haben. Komm, küss mich. Und sie schmiegte sich mit allen Gliedern an mich und presste ihren Mund auf den meinen. Und während sie so flüsterte und küsste, meinte ich das Kichern des toten Kindes zu hören. Ein triumphierendes, höllisches Kichern. Luzifer freute sich eines neuen Gefallen. Ich stemmte meine beiden Hände gegen ihre Schultern. Und als es mir so nicht gelang, mich von ihr zu befreien, schlug ich sie mit der Hand ins Gesicht. Mit einem leisen Aufschrei ließ sie von mir ab, aber ich hatte kaum einen Schritt zur Tür getan, da hatte sie meine Beine umklammert. So schleppte ich sie hinter mir drein, ihr seidiges Haar streifte den Boden, das tote Kind mit seinen weißen Blumen schien zu lächeln und die Bucklige beschwor mich. Bleibe hier, liebe mich, lass uns zusammenbleiben, du kannst nicht mehr bei deiner Zeitung bleiben, ich bin heute dort gewesen und habe mich beschwert, wieso ich 9 Exemplare bekomme. Ich weiß nicht, wie mein Name auf die Quittungen kommt, das hast du mir zur Rache getan, weil ich nicht abonniert habe, habe ich gesagt. Ach, geh nicht, komm, lass mich nicht mit meinem süßen Engel allein. Irgendwie erreichte ich trotz ihres Anklammerns die Flurtür, da ließ sie mich los. Wohl, weil sie ihren Ruf vor den Nachbarn nicht bloßstellen wollte, aber sie fuhr mir zum Abschied noch mit ihren 10 Krallen ins Gesicht. Ein Wunder, dass meinen Augen nichts geschah. Dann ließ sie mich in der Flurtür stehen und ging in die Wohnung zurück. Zurück zu den Resten unseres Festmahls und dem geschmückten toten Kinde unter dem schummrigen Schein der roten Ampel. Am nächsten Vormittag verließ ich die traurige Stadt am Meer. Es strömte noch immer nass vom Himmel. Auf der Zeitung hatten sie mich hinausgesetzt. Ich besaß nur ein paar Mark. Und mein Gepäck war leicht in einer Aktentasche zu tragen. Ich wählte eine Landstraße nach Süden. Ich hoffte, dem nassen Nachherbst zu entfliehen und bei einem Bauern Winterarbeit zu bekommen. Und müsste ich im Schweinestall schlafen. Ich ging aus dem Elend ins Elend. Aber ich bedauerte auch in den schlimmsten Monaten nicht, wie ich gehandelt hatte. Manchmal noch erscheint mir das tote Kind im Schlaf, aber nie mehr lächelt es mich böse wissend an. Es schläft still in seinem weißen Blumenschmuck und die Bucklige habe ich nie wieder gesehen, auch im Traum nicht.